So, 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 so. So, 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 so. Da wäre ich wieder. Achso, das ist das Treibstoffding. Genau. Die laden hier gerade aus, ganz fleißig. Gott, das kann noch ewig dauern. Und die Forschung. Ja, die ist bald durch. Was ist denn hier eigentlich? Achso, Maschinenteile. Haben wir da nichts mehr? Wo ist denn hier diese komische Übersicht? Wow, ein Maschinenteil. Das sollte ich mir vielleicht auch mal ein paar besorgen. So zur Reserve von der Erde. So, immer sage ich so, gell? Und nichts ist gemacht. Nichts ist gemacht. Aber gar nichts. Da haben wir Elektronikteile. Schön, schön. Oh, wie die fleißigen Bienchen, das ist der Hammer. Die sind ja nicht Hammer. Ach, Moment. Die vergesse ich immer. Ich schicke sie immer zum Metall holen oder sonstiges. Und dann bleiben sie da stehen, weil ich es vergesse. Ist es auch noch Metall? Nee. Gibt's hier, liegt hier irgendwo noch Metall? Oh ja, hier. Nö. Nö. Aber hier. Gut. Das ist schon mal ganz gut. Die Lager, da kann noch was rein. Da ist fast nichts. Ach so, die gehen zur Arbeit, gut. Ich gedacht, wo springen die denn jetzt hin? Das repariert, hier ist ein bisschen Energie drin, das ist alles gebaut. Das hat noch. Das hat auch noch. Oh! Wartung. Wenn wir rechtzeitig warten, dass wir da keinen Ausfall haben. Kann man auch mal machen. Bin gespannt, wann ich dieses Stilllegungsprotokoll kriege, dass ich endlich diese kaputten Dinger da wegmachen kann. Das schaut nämlich nicht gut aus. Schaut gar nicht gut aus. Wie viel ist da jetzt noch drin? 44, naja. Naja. Von dir eigentlich immer hin und her. Ja, es hilft einfach nichts. Wenn wir Ingenieure haben, habt ihr denn genügend? Ja, eigentlich schon, ne? Ach, die brauchen bloß Metalle. Aber zwei Elektronikteile zur Reparatur, ich glaube, es hakt. Und wieso arbeiten da momentan nur zwei? Wo sind die schon wieder hin? Keine Wissenschaftler. Na. Hier war eigentlich auch mal Doppelschicht. Diese Leute, unglaublich. Sol 37 bis 100 haben wir Zeit um 40. 40 Technologien zu erforschen. Ach, der lädt noch, okay. Ich gedacht, der wäre schon fertig. Ja, da können wir wahrscheinlich ewig warten auf die blöden Maschinenteile. Da wird wahrscheinlich die Forschung eher fertig, ne? Ah, dauert immer noch, Mann. Oh, wir müssen mal wieder was auslagern. Machen wir doppelt, weil wir haben ja 400 geschenkt bekommen. So. 23.
Und der hat schon ein bisschen Treibstoff. Können wir noch irgendwas Krasses bauen eigentlich? Drohnen brauchen wir momentan nicht. Aufladestation. Nicht wirklich. Heizung hatte ich noch nicht den Bedarf. Kann manuell aktiviert werden, um die Stromversorgung zu unterbrechen. Ich wüsste noch nicht, was das bringt. Metallextraktor. Ja. Wasserextraktor, bla bla bla, Rohrventil, Hydrokultur, Farm. Standardkuppel. Ach ja, und hier solche Sachen. Kosten 8. Elektronikladen. Einkaufen Gaming. Geil, das müssen wir unbedingt bauen. Wie ist denn von den Hamperern so moralmäßig? Wie schaut es denn da aus eigentlich? Besonnenheit 84, Komfort 56, Moral 59. Deaktivierte Arbeitsplätze 49. Boah, wir haben voll viele Arbeitsplätze frei. Sollen wir denn da auch mal solche Dinger, die. Achso, die machen Komfort oder was? Service Entspannung trainieren. Aber hebt es auch die Moral irgendwie? Macht die Nacht auf dem Mars etwas heller. See. Na, wir warten mal noch, bis jemand schreit und sagt: Nö. Ich hätte gerne einen See. Bitte, bitte. So, die machen Pause. Okay. Der braucht einfach nonstop Treibstoff, was auch gehen wird, wenn dieser Johnny hier mal ein bisschen Gas gibt. Aber viele Maschinenteile. Schade. Weil hier auch nur zwei arbeiten. Was ist denn das Lächerliches? Und das 1,6 Ding Maschinenteil, das wird dann immer bestimmt benutzt, um irgendwas zu reparieren oder zu warten. So, bist du jetzt schon fertig, mein Freund? Jupp. Kann ich mal wieder da ausladen? Ach, da fährt er mit der Nahrung hin. Besucher heute gesamt 10. Quartier. Oh. Apartments. Können wir mal warten. Oh, warte mal. Oh. Da kann ich nicht wechseln, da kann ich auch nicht wechseln. Das hat man schon. Kann ich nicht wechseln? Kann ich nicht wechseln? Kann ich nicht wechseln? Kann ich wechseln? Ja, aber so war am besten. Ist nett. Braucht es zwar nicht dringend, aber ist nett irgendwie, dass man den Skin da irgendwie ein bisschen wechseln kann. Das ist, nö. Aber die brauchen auch Maschinenteile zum Reparieren. Ich baue ja meine Hoffnung immer noch auf die Ingenieure, die jetzt dann kommen. Hoffentlich. Die Frage ist nur. Ah nee, das müssen wir dann da landen, weil. Die müssen hier rein. No active research. Oh Research yes! So, was haben wir denn hier Neues? Ach so, eine Milliarde. Neues Gebäude Mars-Universität bildet Wissenschaftler, Geologen, Botaniker, Mediziner, Ingenieure und Sicherheitsexperten aus. Auf dem Mars ist das Studium kostenlos. Okay, was haben wir denn noch? Drohnenhubs, zwei zusätzliche Drohnen, Drohnenhub. Raketen und Shuttles benötigen weniger Treibstoff. Das finde ich jetzt sinnvoll. Vorhin habe ich immer gedacht, brauche ich nicht.
Jetzt finde ich es aber gut. So. Bist du eigentlich voll? Der ist voll. Exportgüter hat er keine. Startbereit. Nichts mehr drin. Drohnen, die vom Raketen. Nee, du kannst. Starten. Noch schnell flüchten. Dann kann der nämlich los zur Erde und dann die Ingenieure abholen, sobald er da ist. Jetzt können wir nämlich hier. Nee. Ich glaube. Nee. Nee, ich will es selber machen. Ich würde das gerne selber machen. Ja. Ja, natürlich, Jenny. Entschuldigung. Nicht funktionierende Gebäude. Ja, ja, bla bla. Bla bla. Ui. Na, so läuft es da. Ach ja, stimmt, da können wir eigentlich auch rein. So viele Schwammer. Aha. Sauber. Können wir auch in so ein Vaporisatori rein? Okay, da ist es nur nass. Aber trotzdem nett, dass das geht. Können wir auch in so einen Betonextraktor rein? Nee. Das geht nicht, leider. Prozent. Das dauert ja. Das dauert gut. So, der hat da ausgelagert. Haben wir. Da können wir auch mal wieder was hinschmeißen. Was bist denn du? Na, du bist nix. Hier unten waren doch noch so viele. Hier. So schön einladen. Und wo ist der andere eigentlich? Ach, der steht hier rum. Und wo ist unser Aufklärer? Ach, da drüben. Oh, der ist auch gleich fertig, zum Glück. Bald den ganzen Mars erforscht. Aber wir können die Zeit mal vorspulen, ne? Sector scan. Oh. Select a sector to scan. Den da. Sensorturm. Ne, 62. Hohe Wahrscheinlichkeit. Ich will nochmal hier sowas machen. Anomaly found. Oha. Oha. Wie praktisch, dass unser Gerät gleich da daneben steht. So, Spuletti, Spuletti. Boah, bis zur Erde braucht es halt echt lang, ne? Muss das sein. Rrrt. Was denn hier? Hier kann man mal Wartung anfordern. Geht's noch? Oh, eigentlich müsste es auch bald mal gewartet werden. Entschuldigung. Resources are low. Ja, das ist mir schon klar. Maschinenteile. Ja, ja. Ja, ja. Ist klar. Breakthrough discovered.
What? Kernmetalle. Entdeckt besonders reiche unterirdische Metallvorkommen. Dank des erhöhten Detailgrads beim Auswerten tektonischer Aktivitäten, die vor Äonen stattfanden, können wir genau vorhersagen, wo sich qualitativ hochwertige Metalle verbergen, die erst vor kurzem aus der Hülle des Mars Richtung Oberfläche gedrückt wurden. Entdeckt besonders reiche unterirdische Metallvorkommen. Da oben ist noch. Ja, okay. Soll mir recht sein. Oh, der, kennt ihr das, wenn der Bart dann so hoch sticht und einen in der Nase kitzelt? Wow. Ätzend. Vehicle battery low. Kann da jemand hinfahren und den laden, bitte? Wahrscheinlich nicht, ne? Schaut's hier aus? Oh. Ist es hier? Können wir auch mal von dem Zeug haben wir ja genügend. Stopp, langsam. Wir haben doch den jetzt wieder auf der Erde. Passagierrakete, jetzt Obacht, Übersicht. Ingenieur. Sexy Spieler, strapazierfähig. Gelassen FIFA's Nerd. Enthusiast Nerd. Wow, drei Ingenieure. Wow. Dann nehmen wir jetzt einfach noch mit. Keine Spezialisierung. So viel wie geht. Einer geht noch. Was nehmen wir denn noch mit? Hippie. Ja, wurscht. So, starten. Wie schaut es eigentlich mit dir aus? Ach, der braucht noch. Der braucht noch. Bis jetzt, wie lange braucht jetzt der da noch? 63. Halt. Ah doch. Wo war das mit Sensortürme? Wir brauchen keine. Kein Strom mehr und müssen nicht mehr gewartet werden. Das mache ich vielleicht als nächstes, oder? Ich glaube schon. Dann kann ich die random irgendwo ins Eck bauen und. Egal. Entschuldigung, ich schlucke immer recht laut. Ich habe schon versucht, leiser zu schlucken, aber irgendwie, ich weiß nicht wie. Ich weiß einfach nicht wie das geht. Schaut es denn hier aus? Ach, Maschinenteile, ganz schlecht. Das geht noch. Ah, hat auch noch Zeit. Oh, hat das jetzt ein Maschinenteil bekommen? Ich werde wahnsinnig. Das ist ja der Hammer. Ah, endlich. Mein Gott, das war vielleicht eine schwere Geburt. Ein Rohr. Hier. Ne, warte mal. So.
So. Strom hat er. Weil dann kann er Treibstoff immer gleich darunter runterballern. Fahrzeug mit wenig Strom. Ja, I know. Oh, Batterie leer. Was mache ich denn jetzt? Aber wie lade ich denn das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Wie lade ich das denn jetzt? Kann er nicht so ein Ding hinfliegen und das einfach laden? So ein Flutter hier? Ja. Und dem Auftanken von Shuttle sieht er langsam so lange. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt tun soll. Kann ich denn... Oh, der ist voll. Moment. Da haben wir eigentlich ganz gut... Oh, da können wir es mal wieder entladen. Wo ist denn der andere da? Wenn ich den jetzt dahin fahre, beziehungsweise den fahre ich dahin und lade ihn hier, dann probiere ich mal darüber zu fahren zu dem und den irgendwie da zu laden. Vielleicht geht es ja. Ich habe keine Ahnung, aber könnte ja sein. Ich hoffe. Haben wir jetzt gerade... Oh, ist gleich fertig. Benötigt weniger Treibstoff. Bin gespannt, wie viel das dann ist im Endeffekt. Ja, ja, wir werden sehen. Gerade im Stream schaue ich immer so extrem blass aus. Als wäre mir schlecht oder so. Ist mir aber gar nicht. So. Der trödelt da, okay. Da läuft. Läuft. Schon wieder Botaniker. Also sag mal. Die Botaniker, die haben einfach keinen Bock. Da ist ein Botaniker, der will unbedingt eigentlich gerne Geologe sein. Hat wohl das Falsche studiert oder sowas. Das taugt ihm überhaupt nicht. Da schleicht er sich dann wieder, wenn ich ihn wieder zum Botaniker auf die Pilzfarm geschickt habe, dann heimlich schleicht er sich dann hinten raus und macht hier einen auf Geologen. Das taugt ihm wohl besser. Gibt es da nicht irgendwie so ein Gebäude für Umschulungsmaßnahmen? Wäre ganz cool. So, jetzt schauen wir mal, ob ich... No active hier. Research. Research complete. Oh yes. Entschuldigung, was ist das hier? Ermöglicht die... Oh, Stilllegungsprotokoll. Oh. Ermöglicht die Räumung von ausgeschlachteten und zerstörten Gebäuden. Wir haben einen Punkt erreicht, an dem wir alte Gebäude aus dem Weg räumen müssen, um Platz für neue zu schaffen. Oh... Yes. Da warte ich nämlich schon lang drauf auf das Ding. Oh, herrlich. Nice. Und es ist auch gleich durch. So, was ist jetzt hier? Die brauchen nur noch 40 statt 60. Das ist schön. Und das? Nicht. Oh, wir haben Unterstrom. Immer schön Ingenieurszeug leveln. Da gibt es dann größere Kuppeln irgendwann. Okay. Obwohl ich jetzt, um ehrlich zu sein, noch gar nicht den Bedarf einer großen Kuppel habe. Aber das kommt bestimmt irgendwann. Wir brauchen mehr Strom. Und mehr Strom heißt,
gut, dass wir so viele hier davon haben. Die können es in der Nacht abfangen. Aber ich möchte jetzt nicht noch mehr von den Windrädern momentan bauen, weil Maschinenteile Problemi. Wo ist denn der? Wie lange braucht denn der darüber? Schafft er das überhaupt? Oh. Können wir nämlich den wieder aufladen. Den guten Schorsch. Und dann kann der auch bald wieder losfliegen. Hat er noch was drin? Nee. Weil viele kleine Kuppeln eventuell besser sind. Wir werden auf jeden Fall eine große bauen. Einfach so, weil groß ist halt, ne? Männerding. Deswegen eine große müssen wir einfach bauen. Wir könnten ja so... Ja, obwohl das geht jetzt hier nicht. Ich mache so eine große und außenrum so kleine. Aber der Mars ist vom Terrain her schon ein bisschen scheiße. Da geht es optisch nicht ganz so gut. So, was mit dir? Ach, du lädst dich gerade? Okay. Do whatever you like. Sector scanned. Select a sector to scan. Ja, welch Wunder. Ach nee, ich wollte als nächstes... Was mache ich gerade? Ach ja, das, okay, das ist wichtiger. Und danach würde ich eigentlich gerne das machen, wenn nichts Besseres kommt. Aber wir können so lange scannen, weil... Warte mal, wir machen jetzt einmal noch hier. Deswegen. Und dann scannen wir direkt mal das hier. Wenn der nämlich da schon am Eck ist. Ah, guck mal, der hat fast keinen Strom verbraucht für daherfahren. Das ist ja cool. Kann der da nämlich weiter erforschen. Oh, Moment, wir müssen dringend mal speichern. Nicht, dass da irgendwas schief geht. Das wäre nicht so schön. So kann mal Tag sein, zwecks Strom, obwohl... Entlade. Minus 1,6 ist ja schlimm. Ah, jetzt sind sie wieder unterwegs, die Drohnen. Der ist auch bald voll. Gefundene Anomalie, ja, ja, bla, blu, bli, bla, blub. Wie lange kuschelt ihr noch? Okay, das dauert noch. Das dauert noch. We gather here today to bid a final farewell to one of our finest. Eine Lobrede für einen Alltagshelden. Wir haben uns heute hier versammelt, um einem unserer besten Lebewohl zu sagen. So schwierig und schmerzhaft es auch ist, wir müssen akzeptieren, dass Kaya Varma tot ist. Als Freunde und Gemeinschaft möchten wir unsere Trauer zum Ausdruck bringen und den Verlust einräumen, den wir erlitten haben. Wir möchten außerdem einräumen, wie wichtig das Leben von Kaya Varma war. Kaya Varma ist ein Leben lang einer Vision gefolgt, die uns allen Schritt für Schritt die Möglichkeit eröffnet hat, auf dem roten Planeten zu leben. Kaya Varma versuchte, nicht seine Spur in der Menschheitsgeschichte zu hinterlassen, da Erfolg keinen Spielraum für Versuche lässt. Kaya Varma wusste, was der Ruf des Schicksals war, kannte die Risiken und Chancen und machte das Beste daraus zu unser aller Wohl. Die Frage, was eine Person dazu bringt, das alles auf sich zu nehmen, können nur wir beantworten. Dies ist eine Frage, deren Antwort sich im Geiste von Kaya Varma verbirgt. Und das soll das Vermächtnis an uns sein. Effekt: Kaya Varma ist gestorben. Todesursache: saualt. Tipp: Jedes Mal, wenn ein Kolonist eines nicht natürlichen Todes stirbt, verlassen zwei Bewerber den Pool. Naja. Ansehen. Danke, meine lieben Kolonisten. Ja, okay. Okay, der hat wohl hier gewohnt. Naja. Schade, traurig. Können wir keinen Friedhof bauen? Wo wird denn der jetzt hingelegt? Wird jetzt einfach draußen am Mars verbuddelt? Das wäre traurig. Hohes Alter. Was ist denn ein Sol eigentlich? Ich hätte gedacht, ein Sol ist doch ein Tag. Wieso ist denn der schon hops gegangen? Was mit dem? Maschinenteile. Ich kotze im Strahl. Übel. Hey.
Nicht so cool. Gutes Polymer. Ich glaube, Polymere haben wir noch genügend. Hoffe ich. 31, ja, ein bisschen haben wir noch. Aber guck, jetzt läuft es hier auch besser, seitdem das Treibstoffding hier ist. Läuft es ein bisschen besser mit den Shuttles. Ist jetzt der geladen? Die Hälfte. Dann mach mal du weiter, dann fährst du mal kurz zurück, lädst dich auf und kommst wieder. Gott, ist schon weit. Das ist schon weit. Aber naja, so ist das Leben. Der Weg ist das Ziel. Was haben wir hier? Ja gut, ihr habt sowieso nicht wirklich viel zu tun. Was braucht der? Ach, Maschinenteile. Auch Maschinenteile. Aber jetzt kommen ja dann bald die Ingenieure. Da geht's richtig ab. Dann geht's aber hier mal so richtig rund. Oho. 4040 hat nichts mehr drin. The readings told us it was a vein rich with ore. But the data turned out to be incorrect. Under those fine red sands lay the intact hull of a rover. Einsatzleitung Log Nummer 34. Die Metallmesswerte deuteten auf eine reiche Erzader hin. Die Daten stimmten jedoch nicht ganz. Unter dem feinroten Sand lag die intakte Hülle eines Rovers. Wir haben ihn gleich erkannt. Curiosity. Ein historischer Fund, dessen Einfluss bis hin zur ersten Mission auf dem roten Planeten reicht. Eigentlich gehörte er in ein Museum, doch andererseits bietet sich uns nicht oft die Möglichkeit, Ersatzteile zu finden. Es war eine schwierige Entscheidung. Curiosity zurück zur Erde schicken. 500 Millionen Geldmittel ihn als Denkmal in der Kolonie ausstellen. Sozialforschungsbonus. Ihn als Denkmal in der Kolonie ausstellen. Jetzt überlege ich gerade, was irgendwie cooler wäre. Aber wenn wir den zur Erde zurückschicken, dann landet der doch auch im Museum, oder nicht? Weil hier auf dem Mars... Ja, gut. Und 500 Millionen sind mir jetzt eigentlich wurscht, ne? Sozialforschungsbonus. Ich weiß halt nicht, was ich mit Sozialforschungsbonus anfange. Achso, da macht Sozialforschung 10% schneller. Komm, wir machen das ihn als Denkmal ausstellen. Aber wahrscheinlich kann ich den jetzt nicht bauen, ne? Schade, das wäre nämlich cool gewesen. Wenn ich den jetzt irgendwo hätte aufstellen können. Schade. Schade, schade. Ozeanische Bildung, ja. Ja. Genau, du warst da fertig. Jetzt kannst du nämlich direkt da runterfahren und das machen. Wo ist denn... Gott, der ist noch lange nicht da, ne? Da kommt er erst. Gott, der Arme. Hey, Aikashi, grüß dich. So, was macht jetzt der da? Nix. Wie schaut es denn aus mit den gesamten Metalle? Ja. Aber bevor ihm langweilig ist, dem Guten. Ist jetzt weiß ich nicht mehr, welcher ist. Doch, ist der richtige. Bevor ihm langweilig ist, kann er doch hier ein paar Sachen mitnehmen. Ach, das war ja gar keins. Hier. So. Na, wie läuft es auf dem Mars? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, das ist übertrieben. Es läuft gut.
Wir haben inzwischen, weil du warst ja gestern, ich weiß nicht, wie lange du gestern da warst. Aber wir haben jetzt hier eigentlich komplette Infrastruktur geschaffen. Und haben jetzt hier auch so ein Shuttle Hub gebaut. Und da sind so Drohnen drin und die fliegen immer Sachen hin und her. Kein Mensch weiß, nach was sich das richtet. Und wir produzieren jetzt auch fleißig Edelmetalle. Unsere Elektronikfabrik läuft ein bisschen schleppend, aber wir haben jetzt hier, ach, das Ding müssen wir landen, Dings drin. Wie heißt's? Sag mal, hier. Der Ding. Der Passagiere. Gottes Willen, warum ist mir das jetzt nicht eingefallen? Passagiere, die jetzt da reinstiefeln und hoffentlich gute Arbeiter sind. Was soll ich das Ding woanders laden? Aber ich will die Erde nicht immer so dreckig machen. Nee, das ist der Landeplatz. Wir landen jetzt hier. Und dann hoffentlich geht es mal hier bei der Elektronikfabrik und Maschinenteilefabrik, was wir dringend brauchen. Ist wieder von der Erde beladen. Kann wieder zurück zur Erde fliegen. Ich dachte, das hätten wir schon gemacht. Wurscht. Tschüss. Kann weg. The Recade. Elektronikteile. Schaut es denn hier aus? Können wir auch schon mal in die Wartung schicken. Oh, jetzt wird es langsam Zeit mit den Maschinenteilen. Oh, wer denn? Ach du. Naja, da hat er schon noch. Da hat er aber schon noch. Da hat er doch noch. Erzähl mir doch nichts, da hat er doch noch. Jetzt hat er es gleich aufgeladen. Und dann fahren wir den nämlich gleich wieder hinter. Dass der dann den wieder auflädt. Blüpp. Genau. So machen wir das. New colonists have arrived. Oh yes. Da hüpfen sie schon. Der Lukas Bergstrom. Wieso bist denn du jetzt in einer Krankenstation arbeiten? Ingenieur, sehr gut. Die schauen bestimmt, weil sie sich denken, what the fuck ist denn hier los? Hier ist ja total hässlich. Und dann kommen sie da rein und sagen, oh nee, hier ist doch schön. Mhm. Was haben wir denn hier? Ach, Edelmetall. So, ihr braven Gesellen. Außerdem ist wieder ein Platz frei geworden. Weil uns ist ja einer verreckt, aber wegen hohem Alter. Also kein Problem. Der war nicht krank und nix, der war einfach nur alt. So, da sind sie. Geht ihr alle fleißig arbeiten? Oh, bam. Cool. Und hier? Naja, zumindest eine Folge gemacht. Krankenstation. Naja. Wie viel passen jetzt da noch? Hier passen noch 3 Bewohner rein. Und da gar keiner. Oh, soll ich vielleicht mal reparieren. Aber, also da haben wir jetzt, Moment, wenn wir hier, ah. Oh, wechseln die jetzt alle dahin? Aber tägliche Produktion 5. Sind da noch überall welche drin? Ja, gut, das passt. Ja. Die Sache ist die. Cable fault reported. Okay, hopp hopp. Die Sache ist die, dass wir warten, bis der wieder bei der Erde ist. Und dann nämlich nehmen wir den als Fracht Shuttle und holt uns einfach mal Maschinenteile, weil
dass wir da ein bisschen Puffer haben. Ich schau mal schnell, was wir noch an Elektronikteilen haben. Ach, 39, das ist gut. Weißt du, es geht hier nichts vorwärts, wurscht. Es geht hier gar nichts vorwärts. Wissenschaftsinstitut, das ist bei der Hälfte. Hier hätten wir noch Platz für irgendwas. Was können wir denn da machen? Wohnquartiere, ja, kein Platz mehr. Wohnraum für Kinder, ja. Ich habe ein Kind, das bringt's nicht. Fördert durch spezielle Fürsorgeprogramme Stärken bei Kindern. Moderner Fernunterrichtsmethoden gewünschte Stärken bei Kindern. Erzeugt Forschung. Oh. 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 Oh, das passt hier sogar noch hin. Oh. Fuck, wir brauchen Wissenschaftler. Beziehungsweise, wir machen das hier oben rein. Weil hier haben wir viel mehr Platz noch. Oh yes. Oh yes. Wie schaut es denn hier eigentlich mit dem Strom aus?